Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey, Freunde. Es geht direkt weiter. Zumindest in dieser Außenaufnahme-Session bei mir. Und zwar wollen wir ja jetzt noch den letzten Kollegen hier töten. Ich glaube, das ist der vorletzte, ne? Letzte Jagd, letzter Kampf, Kupais, Hochsitz. Das, meiner Meinung nach, hat sich nach all den Jahren nicht geändert, ne? Man will vom Boot auf einen Felsen springen oder an einen Felsen springen, um darauf zu klettern, und das erste, was Alexios macht, oder generell jeder Charakter, den Kampf habe ich wohl verpasst, ist, dass die dann erstmal ins Wasser springen statt da dran. Aber egal, wir machen erstmal hier den Aussichtspunkt. Boah, das sieht auch cool aus. Zu viel Wasser, heftig. Aber die kämpfen doch noch. Oder irre ich mich da? Der Kampf, den haben wir ja nicht verpasst. Schauen wir mal. Wer gewinnt? Oh. Den kennen wir doch. Alexios, was machst du denn hier? Ich wollte ihn töten. Er wäre dir nicht gewachsen gewesen. Schön, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt, ihn mal wiederzusehen. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Du hast mir in Megaris gezeigt, dass ich meine Ehre lange verloren hatte. Es gibt keine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Aber ich kann mein Versprechen an Stento erfüllen. Wieso ist er denn so abgefuckt auf uns, wenn er ja noch lebt? Hier hätte ich dich zu allerletzt erwartet. Ich übertrug Stento die größte Verantwortung, die ein Mann tragen kann. Ich konnte ihn damit nicht alleine lassen. Wie rücksichtsvoll. Der Tod der Helden schwächt den Einfluss der Athener in dieser Region und die Moral der Rebellen. Das wissen wir ja mittlerweile. Wir nehmen mal Unteres. Du kommst den weiten Weg, um Stentor zu helfen? Gut. Er braucht dich. Es war höchste Zeit, dass ich für die einstehe, die mir wichtig sind. Allerdings. Du hast dich sehr verändert. Nein, so bin ich immer gewesen. Du warst nur nicht da, um es zu sehen. Daran werde ich nichts mehr ändern können. Aber jetzt kann ich für jemanden da sein, der mich braucht. Ich muss Stentor noch etwas mit auf den Weg geben. Er braucht dich nicht. Geh zu ihm. Machen wir das mal. Ich wünschte, du hättest mir damals in Sparta geholfen. Aber Stentor braucht wirklich Hilfe. Auch wenn er es sich nicht eingestehen will. Stentor ist ebenso Teil deiner Familie wie ich. Du kannst wenigstens für ihn da sein. Das werde ich. Er mag mich hassen. Doch ich bin froh, dass ich ihn traf. Irgendwie. Schon. Leb wohl, Alexios von Sparta. Krass, dass wir so eine kurze Begegnung mit dem hatten, so ein Gespräch. Ich meine, im Prinzip können wir den ja eigentlich auch wieder zurück zur Familienvereinkunft mitnehmen und dann haben wir alle wieder am Start, aber ich glaube, der hat da gar keinen Bock drauf. Töten oder nicht töten, Moment, der Untergang, den Ereas oder wie der hieß, das müsste die letzte Person dann sein tatsächlich. Kann man nochmal mit dem reden? Kann man nicht, okay. Nun gut. Ah, da unten ist ein Schiff. Schön, da müssen wir nicht darunter springen. Wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte, sehe ich auch gerade. Dadurch, dass das hier gerade eingeblendet wurde. Ich habe das wieder vollkommen vergessen. Leute, Leute, Leute. Und ihr seht auch, dass das einfach alles gar nicht notwendig ist, theoretisch. Weil wir kommen auch so ganz gut zurecht. So schnell, wie wir die Leute hier auseinandernehmen. Aber wir kümmern uns auf jeden Fall gegen Ende der Folge drum. Oder jetzt, nachdem wir den Kollegen, den letzten hier... wie kann man hier nochmal Vollgas geben? Beim Schiff. Beim Boot. Ah, mit X. Okay. Da kümmern wir uns dann gleich nochmal drum. Reicht es auch, wenn ich nur X drücke? Ich glaube auch, ne? Das funktioniert, Tatsache. Muss ich R2 gar nicht dabei drücken. Ruinen von Arne. Oder Arne? Arne Friedrich? War richtig schwacher Witz gerade, sorry. Wow, das Segel macht uns Schaden. Nee. Alter. Segel, was soll das? Are you crazy? Wo ist denn unser Phobos? Da vorne? Weiter reiten wir zur letzten Person, die uns noch offen ist.
Ich finde es halt einfach so krank, wie Alexios nichts hinterfragt, ne? Das ist halt so dieses, oh ja, ich töte den mal. Kann ja sein, dass er Familie hat, aber ist mir egal, wir töten ihn trotzdem. Ist das so ein Lager des Kults oder was? Diese Flagge habe ich auch noch nicht richtig gesehen. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass wir da später noch hinkommen. So viel hier wieder zu tun. Junge, Junge, Junge. Böotien. Das Gebiet wird gut bewacht. Sehr schön, Phobos. Ich hätte fast Icarus gesagt. Das hast du gerade richtig gut gemacht. So, hier vorne müsste der gleich sein. Zack, das hat er auch ganz gut hinbekommen, ohne hinzufallen. Da freue ich mich doch. Der scheint irgendwie unterwegs zu sein, der Kollege. Astra, deine Cousine? Dann mach mal deine Cousine stolz, du. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, um ehrlich zu sein, aber... Zack, so, kein Problem, so. Nehmen wir dich auch noch mit, von mir aus. Wo ist denn der Kollege jetzt hin? Ach, der ist tatsächlich unterwegs. Der reitet da hinten gemütlich vor sich hin, ey. Der ist sogar gar nicht mal so langsam unterwegs. Wann kann man den anvisieren? Jetzt kann man den anvisieren. Ups, das Pferd wollte ich gar nicht angreifen. Sorry, Pferd. I'm so sorry. Habe ich gerade das Pferd da getötet? Und ist das nicht unser eigentlich... Ich habe Phobos getötet! Nein! Oh Gott, oh Gott. Ich habe Phobos getötet. Uiuiui. Das tut mir so leid. So. Was? Das ist ein Kultist gewesen? Okay. Für das Leid meiner Familie. Interessant. Soll Sandalen des Achilleus. Symbol auf den Eos Beinschienen. Gucken wir mal kurz ins Kultistenmenü. Wir haben mittlerweile wieder ganz viele gefunden. Zudem gibt es jetzt auch wieder einen Hinweis. Oh, wir haben fast alle zudem. Streitkolben, starker Mann, Legende. Das Taifun-Symbol ist ein Zeichen des Weisen. Okay. Nur noch eine Person fehlt, um den zu offenbaren. Zudem gibt es auch was Neues. Fehlt auch nur noch eins. Krass. Spartanischer König. Tja, wer könnte das sein? Wer von den beiden müsste das sein? Aber ich glaube, ich weiß es. Der, bei dem man es am wenigsten erwartet. Aber gut. Wir werden es sehen. Dann würde ich jetzt aber gerne mal sehen, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir müssen ja eigentlich zu Stentor wieder zurück, oder? Ach so, ja, das steht ja auch da. Ups, hab ich gar nicht richtig gelesen. Kann man noch Schnellreise zu Stentor machen? Theoretisch? Nee, kann man nicht. Schade. Okay, egal. Phobos, let's go, my friend. Reite mal für uns. Wir müssen nämlich zu Stentor zurückkehren, mein Freund. Auch mit dem Fluss da unten, wenn man das so sieht. Das sieht so cool aus. Einfach mal so den Hang vom Berg runter fließt. Warum machst du das? Warum weichst du nicht aus? Warum willst du immer Stress, Phobos? Das ist echt... Das ist sehr... respektlos, muss ich ehrlich sagen. Wenn du das bei dem jetzt hier machst und der uns angreift, dann gibt es eine relativ lange Zeit kein Essen mehr für dich. Aber gut, du hast es gelassen. Da bin ich echt schön. Das ist schön zu sehen. Festung direkt am Wasser. Was ist das da hinten? So eine Art Theater oder was?
Assassin's Creed ist jetzt auch so seit Origins so ein Travel Simulator. Man braucht gar keinen Urlaub mehr machen in Griechenland und Ägypten. Weil man spielt einfach Assassin's Creed und dann kann man ohne großes Geld auszugeben und ohne viele Touris kann man sich dann die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen. Das Einzige, was man nicht machen kann, ist dann das Klima mitbekommen und das leckere Essen essen, was die beiden Länder dann zu bieten haben. Ah, griechisch, ey. Boah. Griechisches Essen ist so geil. Leute, Leute. Ich habe eh schon Hunger. Das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich muss jetzt echt mal gleich was futtern, ey. Boah. Sonst sterbe ich hier noch. Mach mal einen kurzen Abstecher durchs Feld. Das sieht cool aus. Stentors Lager. Steigen wir mal respektvollerweise ab. Und gehen zu Fuß zu ihm. Mich würde mal interessieren, ob der Vater jetzt auch da am Start ist. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht war er sogar schon da. Du bist zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Junge, Junge. Das hat nichts mit den Göttern zu tun. Nein, die Götter wollen dir helfen. Sie bestrafen dich nicht. Sie helfen dir. Was glaubst du, warum ich hier bin? Die Götter strafen mich, damit ich immer wieder zu treffen. So wie ich das sehe, hast du eine göttliche Einmischung dringend gebraucht. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Ziehen wir in den Krieg. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Ich hoffe nur, das stirbt jetzt nicht in der Schlacht. Das wäre natürlich nicht so geil. Zumindest nicht für den Vater. Und eigentlich mögen wir ihn ja auch ganz gut. Ganz gerne. Wie gesagt, Alexios hat es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Er hasst uns zwar, aber eigentlich ist er schon ein feiner Kerl. Das ist einfach so. Man kann das so ein bisschen so sehen, wie, falls jemand von euch mal, der das hier sieht, Naruto gesehen hat. So diese Geschwister- oder Brüderliebe zwischen Sasuke und Itachi. Bin nur gerade am überlegen, ob wir nicht eventuell diese Achilles-Rüstung anziehen sollen mal. Aber dafür fehlen uns noch... Ja, egal. Okay, lass mir das. Uns fehlen eh noch Dingens. Na, geh schon kaputt. Eigentlich hätte ich das jetzt besser bei dem anderen Kollegen da hinten gemacht, den wir jetzt angreifen wollen. Nein, den da. Ja, genau. Zack. Na los, verreck mal, Kollegen. Jemand mit einem Schild, ey. Nein, den doch nicht. Nee. Den da wollen wir haben. Hey, Priam? Priam hieß doch der eine Kollege. Ich bin am überlegen, ob wir nicht direkt die ganzen Giftklingen nehmen sollen. Hat da jemand was von Hilfe gesagt? Kein Problem, wir sind am Start, Freunde. Da hinten ist noch einer. Ja, ich will das Schlachtfeld gar nicht verlassen, das tut mir wirklich leid. Dann holen wir uns da hinten noch den nächsten. Etwas stärkeren. Nice. Oh, wie viele?
Ja. Immer mit der Ruhe, Kollege. Ich greife auch einfach viel zu viele auf einmal an. Junge, Junge. Was bist du denn da so am Hypen, hä? Du hypst hier niemanden. Zack. Zack, und den nehmen wir auch noch mit. Nein, das war in die falsche Richtung. Warum? Dieses automatische Anvisieren ist so AIDS, ne? Das ist unglaublich. Ich darf das eigentlich gar nicht mehr machen. Ikaros will uns wieder bei einem helfen, der eigentlich schon tot ist. Sehr freundlich. Bam! Ich glaube, wir haben es jetzt. Ja. Korrekt, Alexios macht da so einen Rückwärtspuzzlebaum. 7 Hauptmänner getötet und 23 Soldaten. Schick. Das ist so eine gute Quote. Nice. Mal sehen, was Stentor jetzt sagt. Der Sieg ist unser! Das hätte auch ein bisschen leiser sagen können. Wir nehmen Oberes. Der Sieg gebührt dir. Du hast uns gut geführt. Mein Vater hat mir alles beigebracht, was ich über die Heerführung weiß. Leider hast du ihn mir genommen, sonst hätte ich vielleicht noch mehr gelernt. Nee. Hör auf. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Oh, na, wer ist jetzt arrogant? Du bist nur ein Nachzügler. Ein schlechter Ersatz. Leute, muss das sein? Was meinst du? Nun, da wir die Athener auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um einen wahren Feind zu kümmern. Stentor, du... Deine Arbeit ist getan, Söldner. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Warum machst du das? Gar nicht gut. Weil du einfach nach Megaris marschierst und den verdammten Krieg ruinierst und dann ermordest du meinen Vater. Ich habe getan, was ich tun musste. Und das tue ich auch. Kann er nicht mal jetzt eingreifen, was bitte? Und gleich dazustoßen? Rache, Gerechtigkeit, Frieden. Eins davon wäre schon genug, aber alle drei sind besser. Glaubst du, Rache betäubt deinen Schmerz? Glaub mir, das klappt nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube dir nicht. Eieiei. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräter? Ich bin kein Verräter. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Junge, ich will jetzt nicht gegen ihn kämpfen, Mann. Kann er nicht mal eingreifen, bitte? Kann er jetzt nicht mal dazukommen und sagen, hier, ich bin noch am Leben, Bro? Niemals, Alter. Niemals. Ja, zum Glück, ey. Zum Glück. Euch umzubringen, wird die alten Wunden nicht heilen. Vater! Hallo, Stentor. Puh! Ich kann hell sehen. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Er sollte für seine Taten büßen. Ich habe schon mehr gebüßt, als du dir vorstellen kannst. Es ist mir scheißegal, was du durchgemacht hast. Stentor, es ist vorbei. Ich verstehe nicht. Ihr seid zu Größeren bestimmt. Werde der Anführer, zu dem ich dich ausgebildet habe. Führe Spartas Heere und kehre siegreich zurück. Wie? Du bist ein ehrenhafter Mann, ein treuer Sohn und großer Krieger. Du wirst ein besserer Anführer sein, als ich es je war.
Du hast es in dir. Das werde ich, Vater. Kannst du dem jetzt endlich mal sagen, dass wir ihn nicht umgebracht haben? Wieso sagt ihr dem das denn nicht? Das ist irgendwie so komisch. Keiner spricht es aus. Das hätte böse enden können. Alexios, ein Schatten liegt über Sparta. Sei vorsichtig, wenn du zurückkehrst. Martha und ich kommen schon klar. Wo war sie? Auf einem Thron. Klingt ganz nach ihr. Ha, mögen die Götter über euch wachen. Irgendwie war dieser Dialog wieder so beschissen. Ey Leute, das kann doch nicht sein. Wieso sagt er nicht, dass wir ihn am Leben gelassen haben und deshalb... Ich verstehe das nicht, Alter. Aha, ich verstehe es einfach nicht. Egal, sich darüber aufzuregen, was auch immer, bringt ja einfach nicht viel. Seit wann ist denn das so günstig mit den Pfeilsalben? Geschwindigkeit gezielter Pfeilschüsse plus 20%. Das ist dann neu oder was? Okay. Speerschaden und so. Ach, wir brauchen ja diese Tafeln dafür. Ach ja, scheiße. Aber hierfür nicht, ne? Dafür auch nicht. Machen wir das einfach mal. Warum nicht? Komm, zack. Haben wir das auch. Wir sind immer noch Söldner Rang 4. Weiter nach vorn haben wir keine neuen. Hier ganz hinten ist scheinbar irgendwo neuer. Was ist denn beim Schiff jetzt noch neu? Ach genau, die Besatzung. Da haben wir irgendwas Neues. Griechische Athleten. Eieiei. Dann gehen wir nochmal in die Fähigkeitenliste. Wir haben zwei neue Punkte. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir machen wollten. Verschwinden. Das mit diesem grellen Lichtblitz. Aber das will ich gar nicht skillen, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir das auch wahrscheinlich nicht weitergemacht. Offenbarung ist auch schon auf Maximum. Waffenruf ist, dass wir einen Kollegen dazu holen. Das ist, dass wir unsichtbar werden. Das ist diese Geisterfallgeschichte, ne? Höchstleistungsschuss müssen wir dafür skillen. Halte L2 gedrückt und drücke dann R1 zum Schießen. Verschieße einen mächtigen aufgeladenen Pfeil, der 1000% Jägerschaden anrichtet und beim Aufschlag explodiert. Dabei werden 3 Segmente verbraucht. Aha. Eigentlich, aber dieser Geisterpfeil ist eigentlich schon cool, ne? Wobei wir eigentlich diese Pfeile nie benutzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Außerhalb von Konflikten bist du beinahe unsichtbar. 10 Adrenalin wird mit der Zeit schnell verbraucht, okay. Wir brauchen das ja alles ja eh noch nicht. Wir skillen das demnächst mal, wenn wir dann genug Punkte dafür haben, weiter, würde ich sagen. Jetzt bin ich nochmal hier. So, gehen wir mal ganz kurz auf Quests. Und jetzt müssen wir auf Töten oder Nicht-Töten weitermachen. Das ist dann die Geschichte, wo wir uns mit der Mutter und dem anderen Kollegen treffen müssen. Was war denn hier nochmal auf der Insel? Vergessene Insel, was ist da nochmal? Gar nichts, okay. Also zumindest jetzt noch nicht. Am schnellsten kommen wir dann dahin, indem wir hier eine Schnellreise machen. Auen der Hydra. Hafen von Nauplia. Schick. Machen wir das doch mal. Jetzt kommen wir wenigstens auch mal ein bisschen voran hier. Wir haben die Olympischen Spiele abgeschlossen. Wir haben jetzt... sind wir zu Stentor gegangen, haben die Kollegen da alle auseinandergenommen. Familienübereinkunft und... ja, Übereinkunft? Nee, Zusammenkunft. Sorry, ich habe das falsche Wort genommen. Jetzt ist der auch wieder relativ glücklich. Hasst uns zwar wahrscheinlich immer noch, aber egal. Ja, und jetzt geht's im Prinzip weiter, ne? Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit der... Mit der Story in Sparta, weil ich auch mal wissen will, wer von den beiden Königen jetzt tatsächlich der Böse ist. Ich habe so eine Vorahnung, aber ich bin mir noch unsicher. Ich denke nämlich, es ist genau der, von dem man das am wenigsten hat. Boah, der Hafen ist schön. Uiuiui, das sieht richtig gut aus.
Gibt's hier eine Schmiede zufällig? Nee, ne? Hier Nauplia. Sieht nicht so aus. Bootschuppen. Boah, sieht echt nice aus hier. Junge, Junge, Junge. Ach so, wir müssen ja noch da hoch, stimmt. Oh ja, ich will keinen Ärger. Sorry, sorry, sorry. Ich gehe ja schon. Wir müssen da hinten hoch. Phobos, mein Freund. Du sollst nicht abhauen, du sollst zu mir kommen. Dankeschön. Fliegen die weg, wenn wir jetzt hier reiten? Tatsache. Wir tun euch doch nichts. Ist doch alles easy. Alles easy, Freunde. Schön mal hier ein bisschen durch das sumpfige Gebiet. Leeren Sumpf. Hier ist eine Brücke. Und ein wild gewordenes Wildschwein. Och, komm schon. Seid ihr noch bei Trost, Mann? Ikaros haut erstmal ab. Der hat die Schnauze voll. Kollege, komm mal ja zurück. War nur ein paar Wildschweine. Alles easy. Jetzt können wir mal gemütlich hier nochmal ein bisschen die Landschaft bewundern beim Reiten. Vorsicht, aus dem Weg. Jo, schmeiß dich weg. Einfach 44 Leder bekommen von diesen paar Wildschweinen, ne? Drei Stück. Heftig, ey. Hier möchte ich gerne lang reiten mit diesem Bach. Das sieht richtig cool aus. Ich soll sie beim Bildnis der Artemis in der Zeder treffen. Kornkammer des Peloponnesischen Bundes. Oh, da war wohl ein Bär. Schnell weiter, auf jeden Fall. Aber auch wieder ein schöner Ort hier, muss ich ehrlich sagen. Alles schön grün. Arkas Festung. Wir haben auch mittlerweile wieder drei Söldnersterne da unten rechts. Geht schon fast zum vierten hoch. Ich bin mal gespannt, ey. Nachher kommen die auf einmal alle angelaufen, dann kämpfen wir wieder gegen 10 gleichzeitig. Ups, da wollten wir nicht lang. Ich wusste nicht, dass es hier oben noch weitergeht. Mal kurz abchecken. Dort. Endlich sehe ich Martha und Brasi das wieder. Oh, immer diese Serpentinen hier. Junge, Junge, Junge. Schreiten wir mal ein bisschen gemütlich hier. Zack. Das ist da vorne eigentlich auch wieder ein... Und auf geht's. Das ist doch ein Söldner auch da hinten, oder? Oder meine ich das nur? Ja, Freunde. Dann würde ich aber mal sagen, machen wir hier eine kleine Pause. Und sehen dann, wie es in der nächsten weiter, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, wenn wir dann Myrine und Brasi das wieder sehen. Und dann hoffentlich werden wir auch in den nächsten Folgen herausfinden, wer tatsächlich der Böse der beiden Könige ist von Sparta. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.